Boah, da ist doch was bestimmt, oder? Scheiße, Mann. Geil. Scheiße, Mann. Ich hab's überlebt. Ich hab's überlebt. Ja, viel Spaß darunter, Mann. Bitte. Bitte. Aber wie? Aber wie? Ich flehe euch so dreckig an. Bruder, wie? Ich komm nicht klar, Mann. Ey, ich sehe nichts, Mann. Ich glaube, ich bin am Arsch. Du bist im verloren. Arsch. Ich bin am Arsch. Warte, probieren wir es mit Teleportieren. Ja. Wie geht es? Also die Konsole, dann / DPA und dann mein Name oder so. Ja, mach mal. Mach du musst als Administrator, musst du das, glaube ich, machen. Ja, aber was ist, wenn du bei mir bist? Das ist doch voll für den Arsch. Ich versuch's einmal. Versuch das einfach. Dann sind wir wenigstens zusammen. Ey, komm zu mir runter, ich bin hier verloren, ich brauche Hilfe. Sascha in Gefahr. Sascha in Gefahr, ich bin voll hier am Arsch. Kann ich noch was abchecken? Funktioniert das eigentlich nicht? Hallo! Ist gerade voll hell geworden, auf einmal. Ja, bestimmt. Ist voll hell geworden. Und wo bist du? Du bist ja nach unten gesprungen. Da kann ich dich nicht mehr ausholen, glaube ich. Das ist ja voll weit. Naja, das hat nicht funktioniert, irgendwie. Nee? Ich bin irgendwie dumm. Vielleicht kann ich das auf... Ja. T, oder? Okay. Und jetzt TPA. Der Best. Schreib mal ein bisschen leiser. Es geht nicht, Mann. Es geht nicht. Wir sind entweder zu dumm oder es geht einfach nicht. Oder zu dumm. Sascha, wie finde ich dich denn jetzt? Du bist ganz unten irgendwo, oder? Du wirst mich nie wiederfinden, Scheiße. Kommt ohne mich, ich muss hier bleiben. Nee, ich auch. Ihr könnt ja, na gut, du hast das mitgenommen, oder? Du könntest sterben, dann würdest du zu Hause aufwachen. Aber das ist doch auch doof. Ja, weil er einen Sack mitgenommen hat. Okay, ich versuche euch irgendwie zu finden. La la, la la. Oh, oh. Jetzt kommt, Jungs, Konzentration. Wie kommt man hier raus? Also ich bin gerade echt da, wo wir reingesprungen sind. Bei mir ist alles dunkel. Mhm. Ich warte auf das Licht. Aber in welche Richtung seid ihr denn gelaufen? Das ist die Frage. Ich habe jetzt Lava. Ich seh jemanden von euch. Ja? Wen? Nein, das ist nicht mehr. Warum ist alles so hart? Ich kann nicht nach oben. Warum ist alles so hart? Ich brauche eine Waffe. Das Leben ist hart. Ich kann auch noch ein paar Fackeln machen, glaube ich. Ich habe bestimmt Sticks da. Also ich bin kurz vorm Heulen, ehrlich. Ernst. Okay, ich mache noch ein bisschen Fackeln. Ne? Und dann versuche ich komm dich zu zu mir, finden. Mal bei mir Fackeln. Ja, lass doch erstmal den einen finden, Mann. Fabi, wie sieht das bei dir aus? Hammer geil, ganz dunkel, aber... Mhm. Ganz dunkel. Ich bin am Arsch der Welt. Mhm. Boah, Bruder, es wird schwer, dich zu finden, glaube ich. Boah. Aber ich habe eine Schaufel. Ich bin Dings, ich bin Geisterjäger. Ich werde dich finden. Was ist das, Mann? Das ist keine Schaufel. Ich hab kein Diamant. Oder doch? Warum suche ich dich überhaupt? Warum soll ich dich retten, wenn du Diamanten abgecheckt hast? Ich habe keine abgecheckt. Ja, sicher? Mhm. Du wirst mir nachher dein Inventar zeigen, Mann. Alles klar. Boah, ich werde auch dein Part anschauen vom Let's Play, ne? Ich dreh durch. Wenn ich da was sehe, boah, kannst du nicht mehr ruhig schlafen, Bruder. Wie komme ich nach oben? Ich habe keinen Diamant gefunden. Sicher? Hallo? Du hast es versteckt wahrscheinlich. Hey, Mann, du musst teilen. Wenn ich dich rette, dann musst du teilen. Hilfe, ich steck hier fest. Ah, ich hab ne Idee, genau. Oh yeah, oh yeah, oh genau. Yeah. Fabi? Hä? Ich glaube, ich gehe jetzt raus. Nein, helf mir raus! Ich darf nicht sterben, glaub mir, ich darf jetzt nicht sterben. Aber ich hab doch Lava. Du hast Lava in der Nähe, oder? Ich hab Lava. Guck mal, ich hab Lava gefunden. Und das ist ganz dunkel. Ja, ich auch. Sieh dich um, siehst du was? Nein. Ach du Scheiße, sieht das geil aus. Ich hab Lava, ich hab Diamanten, ich hab Redstone, ich hab alles hier, Mann. Scheiße. Okay, wir müssen einen Deal machen. Wenn ich dich finde und dich rette, dann... Ich bin so blöd. Dann gibst du mir deine Diamanten. Das muss ich mir überlegen. Ich lauf gleich zurück, okay, ich gehe nach Hause. Also wenn du mich findest, dann kann ich dir einen abgeben. Einen? Wie viele hast du denn? Zwei. Okay, das hört sich fair an. Was kriege ich, wenn ich nicht sterbe?
Du bekommst einen Kuss. Aber kannst du wenigstens erzählen, so ein bisschen, wie es bei dir aussieht? Übel dunkel, weil ich keine Fackel mehr habe. Sehr dunkel. Mhm. Scheiße, Mann. Und du hast kein Werkzeug zum nach oben graben, oder was? Doch. Dann machen wir es doch so. Ah, ich sehe einen. Wo? Warte. Oh, ich sehe dich auch. Ja, hey. Aber ich habe dich gefunden. Nee, warte, ich habe ja nach dir gesucht. Das und ich kämpfe hier, um zu überleben. Guck mal, wir machen das so. Ich habe ja Fackeln, Mann. Ne? Und du hast Diamanten. Gib mal deinen Diamant zuerst. Warte kurz. Gib mal eine Fackel hier. Gib mal zuerst deinen Diamant. Die schlachten sich gleich gegenseitig ab. So. Da ist er. So. Oh, ich kann... Hey, warte, ich muss ja Stein... Ich hab ihn genommen. Ich bin draußen. Warte, jetzt. Wo bist du, Mann? Gib... Der Einzige, der draußen ist jetzt hier. Warum? Ich bin draußen. So. Ah, jetzt auf die Nase. Hast du ihn? Okay, Fabi, tschüss. Nein, willst du Fackeln? Nein, aber ich will, raus. Es wird, glaube ich, nicht so einfach. Nein, dass ich bin auf jeden Fall von da gekommen. Okay. Wo ist denn der Sascha? Ja. Ich bin draußen. Ist draußen. Das sieht auch gut aus. Ja, versuchen wir es. Und ich habe ein paar Kühe gefunden, die ich schlachten werde gleich. Bist du denn jetzt Wut? Aus meiner Wut. Fabi, bist du noch da? Ja? Komm mal zurück. Wo bist du denn jetzt hingegangen? Du nach oben geschaut hast. Okay, ja genau. Da wollen wir raus. Ja, komm. Okay. Und jetzt, wie geht's weiter? Hier war ich, guck mal. Hast du noch Platz für Pilze? Ja. Genau. Zurück, hier und dann hier entlang. Und dann hier. So, ich glaube zumindest, dass es die Richtung ist. So. Genau, dann habe ich die Kiste abgecheckt. Die ist leer. Weiter nach... Boah, eigentlich bin ich ganz schlecht im Orientieren, aber ich habe jetzt ein gutes Gefühl. Ich glaube hier. Genau. Ja. Und wenn ich jetzt alleine schlafen gehe? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Versuch mal. Bist du wieder bei unserer Bude? Ja. Warum fickst du so ab? Ich weiß, ich hab gelitten und dann habe ich es irgendwie gefunden. Scheiße, Mann. Ah. Woanders. Du bist ein kleiner Abficker. Warum Abficker, Mann? Ja, ich hatte keine Ahnung. Ja, okay. Wir überlegen uns eine Bestrafung für dich. Eine Bestrafung? Komm. Leck mich doch am Arsch, Mann. Ich hab Körper geschafft. Nach oben. Sicher. Oder? Ich glaube, ich habe ein gutes Gefühl, das ist schon in der Nähe auf jeden Fall. Schlafen. Wo ist denn dieses Scheiß? Gäbst du es nach oben oder was? Schlafen. Also wenn der Hilfe braucht, könnte ich mir immer Fackeln installieren würdest, dann würde ich was sehen. Retten, ah ja, kein Problem. So. Pass auf, noch ein Ende. Was? Für was steht? Oh! Können wir nicht raus schwimmen? Nein? Okay. Vorne Fackel, Mann. Warte. Wir können rausschwimmen, oder? Sieht nicht so aus, oder? Doch, jetzt komm zu mir. Jetzt haben wir oben gleichzeitig auf. Ich werde gleich zu Hause aufräumen. Okay? Okay. 1, 2, 3. You can't only sleep at the night. Hey, es passiert nichts. You can only sleep at night. Passiert nichts, Mann. Warte, ich mach mal Licht ein bisschen. Warte kurz. Ich kann nur nachts schlafen. Wo ist das? Da ist doch nichts mehr. Ich hab's ausgemacht. Oh Mann, geht das überhaupt? Ich glaube, wir werden drauf gehen. Ich hoffe echt. Scheiße, Mann. Ich sehe nichts, Mann. Ich sehe gar nichts. Warte. Jetzt. Wo bist du? Ey, du bist unten. Du musst hochschwimmen, Digga. Ja, ich hab nichts gesehen. Das war mein Problem. Jetzt kommt ein wunderschöner Tag hier. Also Sascha, ich bin von dir ein bisschen enttäuscht. Warum? Weil ich als Erster rausgekommen bin. Ja. Nur weil ihr Diamantengeier seid. Ich war fast am Arsch, Mann. Ich war in einem Loch und keiner hat sich gekümmert. Ey, du warst bei mir und dann bist du abgehauen, weil du unbedingt nach unten springen wolltest. Ich war in einem Loch. Nee, du wolltest nach unten springen. Dieses Loch war was Einzigartiges. Ich hab dich nicht dazu animiert, nach unten zu springen. Aber es war ein schönes Loch. Ja, jetzt hat er keine Ausreden mehr. Hey, hast du Licht? Ja. Ja, mach mal Licht an. Ah, es sieht gut aus. Jetzt kommen wir zu Erde. Ich höre auch schon Geräusche, so. Bring ich dir was bei. Ja, Tiere.
Ja, Mann. Mann, ey, krass. Geil. Aber jetzt müssen wir uns auf jeden Fall hier etwas markieren. Also am besten ein paar Lichter und so installieren, weißt? Okay. Ich habe aber keine Fackeln, deswegen musst du das machen. Ja, wie weit willst du die Erde machen? So. Also, ja, ein bisschen höher, wenn es geht. Ja, nur oben reicht ja. Du kannst ja so machen, weißt du, so ein bisschen hochklettern, weißt du, hochklettern. Ach so, ja, kann ich machen, aber ich habe keine Erde. Ich kann dir ein paar Fackeln geben, dann kannst du das machen. Hier, guck mal, ein paar Fackeln. Das sieht so blöd aus. So. Das Wolle, hast du Platz für Wolle? Nee, oder? Doch. Ach, ich hab dir alle Fackeln gegeben, oder was? Ist ja okay. Ja, hast du. Ist ja okay. Okay, ich laufe auch schon nach Hause, oder soll ich auf dich warten? Aua. Jetzt können wir nach Hause laufen. Jetzt nehmen wir gleich mal Versuch, ein Schaf mitzunehmen. Ich habe eins am Start. Ich habe kein Getreide. Ja, warte, komm her. Warte, ich muss erst was wegschmeißen. Und zwar Schild. Ich brauche kein Schild. Ich höre euch einfach zu. Funktioniert das, Fabi? Und warte, bis ihr nach Hause kommt. Ja. Ich habe ein Schaf. Draußen regnet es. Sasch, wo bist du denn überhaupt? Ich habe auch ein Schaf. Du musst es jetzt nach Hause locken. Mhm, ich versuche es. Das will ich! Also meins kommt ganz langsam, aber hey, sicher. Hey, komm, Bruder. Komm mit. Wo seid ihr? Wir laufen nach Hause mit Beute. Oh, na, was gibt's zum Essen? Schaf. Schaf. Schaf kann man gar nicht essen, wir Deppen, aber ja. Natürlich kann man. Ne? Ach nee, das gibt nur Wolle. Schaf gibt nur Wolle. Scheiße. Kann ich ein Hühnchen mitnehmen? Ja, wir brauchen zwei, um das zu kreuzen. Okay, eins habe ich. Wo seid ihr jetzt? Wow. Das dauert, bis wir zu Hause sind. Du kannst ja ein bisschen Holz abbauen oder irgendwas machen. Ja, ich Holz ist gut. Holz ab. Ich bin lieber in meinem Versteck. Können sie auch schwimmen, die Tiere? Ja, ja. Hey Jungs, ich bin da. Komm, 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 komm. Hey, sie haben keinen Bock mehr auf mich. Oh. Man braucht viel mehr Getreide, man muss immer wieder nachgeben, oder? Was? Fabi, sie folgen mir gar nicht mehr. Die Herzchen sind weg. Hä? Ja. Die Herzchen? Ja. Welche Herzchen? Es waren zuerst Herzchen da. Ich hab den mit Restklick. Du darfst hier nicht klicken. Nein. Du musst nur halten. Das meine ich die ganze Zeit damit. Oh Mann. Scheiße. Naja. Jetzt ist es gelaufen. Shit. Ist egal. Dafür haben wir einen schönen Regen und wunderschöne Bäume. Ja, aber wissen wir immer noch, wo das Versteck ist? Fabio weiß es bestimmt. Er kann sich orientieren im Gegensatz zu uns. Ich gehe Sascha besuchen. Ich bin auch fast zu Hause. So, Sascha. Oh, ein Schaf. Wo ist Sascha? Unter der Erde. Das ist ein Versteck. Finde das Loch neben dem Haus. Sascha? Da baue ich unten im Loch. Sascha. Ja? Wo zum Teufel bist du? In einem Loch. Warum versteckst du dich? Ich verstecke mich nicht. warte, ich finde dich. Siehst du das? Hä? Warte. Ich sehe dich jetzt am Fenster gleich, oder? Nein, warte. Ah. Hast du was gebaut? Nein. Ah, wieso schlägst du mich? Guck mal, habe ich für dich gemacht. Warte, das ist doch Samen. Nein. Kürbiskerne kann man nicht pflanzen, oder was? Ja, gut. Ja, ein Tunnel. Da muss man nicht immer über den Berg laufen, das ist eine gute Idee. Ja, ich hab
Ah, ich bin dumm einfach. Ich bin dumm. Da kannst du schwimmen gehen und dich waschen. Wenn ja? Mhm. Wenn ich stinke? Mhm. Ah, okay, was heißt es, wenn ich stinke? Ich will schlafen gehen. Du stellst so viele Fragen, Mann, ich bin voll müde. Das zweite Abenteuer hat mich voll müde gemacht. Und wo ist denn der kleine Klugscheißer? Ich komme gleich. Habt ihr mich gemeint? Klar. Komm, wir wollen schlafen gehen, Mann. Ich bin zu Hause, nur muss ich... Nein, ich bin durch die falsche Tür rein, warte. Es ist schon unser Zuhause, aber andere Seite, weißt du? Weißt du, andere Seite, weißt du? Ah, nee, das ist was anderes. Hier über die Brücke kurz. Nach Hause. Ich bin gleich da, Jungs. Ich schlaf ohne dich ein. 20 komm. Sekunden, Mann, 20 komm. Sekunden. Ich hab auch was mitgebracht. Ich gehe jetzt alleine schlafen. Oh nein. Jetzt bin ich zu Hause und mach die Tür zu. Warte. Ach, Tür ist zu. Gute Nacht, meine Kinder. Warte, aber wo, in welchem Stock sind unsere Schlafzimmer? Geh mal schlafen. Mann, wo ist das? Weiter unten, oder? Hier seid ihr. Hier ist Fabian, wo ist Sascha? Weiß ich nicht. Wie hast du das geschrieben? Boah. Wenn ich schlafen gehe, kann ich schreiben. Ja? Ich kann auch. Schlafen. Oh, ihr könnt meinen Namen schreiben. Okay, ich komme. Hast du gelesen? Nein, ich antworte nicht darauf. Jetzt, Jungs, kommt! Ich bin schon im Schlafen die ganze Zeit. Warte, ah, da. Also, das ist also ein guter Nachtkuss für dich. Ein guter Nachtkuss für dich. So. Scheiße. Alles verspannt, Mann. Ist das gut zu schlafen? Gute Nacht, Herbert. Tschüss, Leute. Tschüss, was ist jetzt los? Also ich leg jetzt auf. Ja, das reicht, oder? Ja. Ciao. Ciao.